Yo Leute und willkommen zurück zu Dissidia Final Fantasy. Wir sind hier in Barnes Chapter stehen geblieben, haben auch relativ erst angefangen. Einfach weil die Kämpfe ein bisschen länger gedauert haben. Aber gut, ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter über die Overworld. Wie kann das funktionieren? Man muss Dreieck drücken, um über so ein Ding zu kommen. Und gleichzeitig ist gerade mein Menü aufgegangen. Das sollte nicht passieren, Spiel. Danke dafür. Oder passiert es mir mal dreimal? Nee. Ich kann hier drauf nicht ins Menü gehen. Wie konnte er gerade ins Menü gehen? Und noch ein Kefka. Langsam werden es mir zu viele von denen. Oder so. Ach verdammt, ich habe jetzt vergessen, die Armbrust auszurüsten, die wir ja im letzten Kampf noch erlernt haben. Oder im vorletzten, wie auch immer. Au. Ich hab's kapiert, Junge. Habe ich ihn geblockt, Bitch. Au. Ja, okay. Das war ziemlich hart verkackt von mir. So, meine Güte. Okay, wir sind gegeneinander geknallt. Beide gleichzeitig den Angriff rausgehauen. Au. Au. Ich hasse ihn, ne? Er hat solche Trollangriff. Oh Gott, kann das aufhören, im Kampf zu laggen? Okay. Oh, komm schon. Au. Als ob die Eiskristalle so weit fliegen. Ich habe jetzt eine Absicht mal nicht blocken gedrückt, weil ich dachte, okay, so weit kommt er schon nicht. Ich hasse ihn gerade. Das ist nur so scheiß Overworld-Gegner und ich kriege ihn nicht tot, ne? Also eigentlich sind diese Overworld-Gegner halt echt nicht stark. Okay. Machen wir mal das, dann ist er nämlich fast tot. Kriegen nochmal ein schönes Level ab. Nix, don't wrestle me. Oder was auch immer du da laberst. Stirb! Okay, gut. Sagen wir mal so, der Anfang des Kampfes ist nie passiert, okay? Und Level 6 für uns, ein Speedboost. Speedboost ist eigentlich immer gut, behaupte ich mal. Und ja, aber erst einmal Bunny Offensive Moves legen wir den Crossbow an und... Das ist die Frage, kann ich überhaupt den Speedboost noch ausrüsten? Nein, kann ich nicht. Weil unsere ganzen Fähigkeiten noch zu viele Punkte brauchen. Wie ihr jetzt seht, nämlich rechts, kosten alle 30 CP. Also wenn wir die gemeistert haben, unten links stehen dann übrigens die AP dafür, was so viel heißt wie Ability Points. Wir kriegen pro Kampf eigentlich immer ein. Je nachdem, ob da eine gewisse Anforderung ist, kann man sogar mehrere bekommen. Ich glaube, die steht auch immer am Anfang des Kampfes irgendwo. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kriegt man normalerweise pro Kampf immer 1 AP und müssten wir theoretisch 90 Kämpfe machen, dass diese Attacken alle fertig wären. Also ja, das werden wir definitiv nicht mehr in diesem Abteil schaffen. Warum sind hier zwei Kisten? Egal. Und Green Drop. Und was haben wir hier? Eine Lederchestplatte. Gucken wir mal, ob das vielleicht besser ist für mich. Und auf jeden Fall neues Inventar. Sehr schön. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser ist, also wir bleiben lieber dabei. Was wir ausgerüstet haben und gucken noch einmal, was denn der Green Drop bringt. HP plus 100 und der macht Defense plus 3. Ich glaube, ich lege den einfach mal an, weil wir schon Damage plus 3 einmal haben. Und du kannst noch bleiben, das Level 1 bis 9 Ding. Weil noch sind wir nicht Level 10, also noch bringt es uns was. Sind wir vielleicht schneller, wenn wir gerade die Ausweichrolle drücken? Ich weiß es nicht. Oh, hey, endlich mal ein anderer Gegner. Hallo, Garland. Ist doch nicht schön. Boom. Voll in den Rücken gehauen. Ich meine, ja, er hat sich kurz davor umgedreht, aber trotzdem. Sagen wir, es war der Rücken. Wird ein Blitzkampf, sagst du vielleicht. Boom. So, und aus der Luft diesen Bogen abzufeuern, ist nochmal sehr viel cooler. Okay, es war ein Blitzkampf, du hast recht gehabt, Warn. Ich meine, da war er jetzt echt nicht stark. Und glaub mir wirklich, zum späteren Zeitpunkt des Spiels
ist der Mood-Damage und HP-Damage halt wirklich auf Zahlen, die ziemlich krass sind. Ich meine, man fängt einfach den Kampf dann teilweise mit über 1000 Mut an. Also, ja, ne? Und E-Charge, das nehme ich doch gerne mit. Ach komm schon, ich hasse das. KP kannst du nicht nur durch Kämpfe gewinnen, sondern auch auf vielerlei Arten gewinnen. In diesem Gateway musst du innerhalb von 90 Sekunden gewinnen. Ja, und hier kommt sozusagen das erste Mal eine Anforderung, um KP zu gewinnen. Normalerweise war es ja bisher immer so, dass wir ein KP pro gewonnenen Kampf kriegen, was im Normalfall halt passieren soll, dass du einen Kampf gewinnst. Jetzt haben wir eine Anforderung, dass wir den Kampf in 90 Sekunden gewinnen müssen. Ist möglich, definitiv. Es ist auf jeden Fall besser, als wie es im ersten Teil war, weil im ersten Teil hieß es teilweise, ja, gewinne den Kampf in 10 Sekunden. Was? Dann muss ich 30 Level höher sein. Gewinne ihn einfach in 10 Sekunden. Und hier haben wir, by the way, das erste Mal so einen richtigen Rüstungsgegner. Und ja, hey, eine Schatztruhe, aber sie wird bewacht. Egal, ich räume einfach alle aus dem Weg. Nur, was mache ich mit diesen dicken Brocken? Ja, das ist halt das Problem. Große Gegner-Symbole markieren extrem starke Feinde. Unterstürze nichts. Was? Überstürze. Boah, kann ich Unterstürze lesen? Egal. Autos vermeiden von Kämpfen kann eine Taktik sein. Ja. Und das Ding ist, dieser Gegner ist Level 15, hat fucking starke Rüstung und ist eigentlich so gut wie unmöglich zu besiegen. Aber wer wäre ich, wenn ich es nicht machen würde? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, ich mach den Scheiß einfach. Ich werde euch dann jetzt einfach einmal den ersten Versuch zeigen, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffe, den ersten Versuch. Und werde dann einfach den finalen Versuch reinschneiden. Also, keine Sorge, ihr müsst jetzt mit mir nicht alle Versuche ausprobieren. Und ja, und er hat 2000 Leben. Gott! Bam. Und es bringt übrigens absolut gar nichts, gegen diese Gegner Mutangriffe zu machen, weil die haben so eine hohe Def, dass ich vielleicht einen Mutpunkt pro Schlag mache. Und er hat, ja, seinen scheiß Schutzwall, dass sein Mut nicht gesenkt werden kann, solange es aktiv ist. Okay, gut. Au. Ja, das. So läuft dieser Kampf dann hier so im Normalfall ab. Oh, komm schon. Ach, machst das weiter? Okay. Du weißt, dass ich kein Problem habe, diesen Angriff auszuweichen, außer du bist zu dicht, alter Junge. Danke. Ah, hi, cool. Ja, die Kugel kommt wieder zurück. Das ist... Ich meine, an sich soll ich den Kampf ja jetzt gar nicht kennen, weil ich Kutscher vorhin gespielt habe. Ändert aber nichts daran, dass Kutscher scheiße ist. Bam, in die Fresse. Und ja, wenn ein Kampf in 19 Sekunden gewinnt, das kann ich sowas von knicken bei diesem Gegner. Au. Oh, lol, ich habe ihn gebrochen bekommen. Wieso ist er nicht ausgewichen? Ich meine... Was? Oh, okay, wenn wir critten, machen wir doch ein bisschen Damage. Aber im Normalfall macht das halt wirklich nicht viel. Seht ihr, das war meine Armbrust. Sehr schön, nicht wahr? Ah, fuck. Okay, doch nicht. Ich dachte gerade, ich bin genau reingedodged. Okay. Es sieht so aus, als könnten wir diesen Kampf eigentlich gewinnen. Aber, ja gut, man soll den Morgen nicht von den Abend loben, oder wie auch immer dieses Sprichwort ging. Ich weiß es nicht. Als ob er mein... Hat er gerade einen Pfeil zurückgeschleudert? Okay, läuft bei dir. Au. Ich hab's zwar gedasht, aber okay. Oh, fuck, er hat einen Spezialangriff. Okay, ich bin so gut wie tot. Können wir uns darauf einigen? Okay, geh weg. Verfolgungsangriff, wenn ich im kritischen Bereich bin, ist unfair. Okay, das war uncool.
Das auch, okay. Cool, das war's dann soweit. Wir haben immerhin die Hälfte runterbekommen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch dann einfach mal den finalen Versuch. Also, bis dann. Oder so. Ich habe ihn. Boah. Und natürlich müssen wir es auch cool mit einem Spezialangriff beenden, der natürlich nicht viel bringt, aber hey. Weil sein HP ist halt schon auf 0. Okay, gut. Hör auf zu laggen spielen, meine Güte. So, einmal Licht angemacht, weil es langsam ein bisschen dunkel hier wurde. Und ich habe jetzt vielleicht
6 oder 7 Versuche gebraucht. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt. Auf jeden Fall, ich habe ihn, er ist tot. Und das ist doch das, worüber wir uns alle einmal richtig krass freuen oder so ähnlich. Und was habe ich denn hier Neues erlernt? Ja, nichts, was mich irgendwie interessiert. Und ein Slasher. Ein Slasher hört sich nach einer slashigen Waffe an. Angriff plus 11, Alter. Und Wallwash HP Damage plus 5%, das ist... Wallwash kann gut sein, dass es der Moment ist, wenn der Gegner gegen die Wand klatscht oder in Verfolgungsmodus. Ich bin mir nicht sicher. Aber na gut, dann würde ich sagen, warum ist da ein Gegner? Egal. Die Mannequins sind verdammt schnell. Das macht die Kämpfe nicht gerade leichter. Ich werde meinen Free Air Dash, was doch immer, laber nicht von dem Free Air Dash. Okay, und wir haben leider keinen Straight Chain mehr, also sonst könnte ich nämlich alle vier hier machen. Dann muss ich leider den einen hier oben alleine machen. Und ja, ist dann halt leider so. So, und was ich definitiv eben gerade aus dem Kampf gelernt habe, ist, dass Wahn ziemlich krass in Kombination ist. Weil, wenn man nämlich zum Beispiel... Okay, ich habe ihn jetzt nicht erwischt. Okay, er hat den anderen HP-Angriff schon, den Wirbelsturm. Ist definitiv einer der coolsten HP-Angriffe von Wahn. Und wenn er den mal kurz aufhören würde einzusetzen, tut er glaube ich nicht. Verdammt! So. Und wenn man dann direkt das macht, wenn man treffen würde, wie auch immer. Also er ist auf jeden Fall ein Charakter, der ziemlich viel hin und her switcht. Okay. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie schon halb in der Wirbelsturm drinne war, aber zum Glück hat der mich nicht erwischt. Ja. Gut. Okay, und dann hier haben wir nämlich einen Summon Stone, also einen Essbar-Stein. Und somit kriegen wir endlich unsere erste Essbar. Und ich habe sie jetzt vorweg einfach nicht geholt, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Gegner des Öfteren mal brechen würde, weil diese Essbar aktiviert sich, sobald der Gegner gebrochen wurde. Und ja, die Flammen der Hölle sind unerbittlich. Stärke wird über den Sieg entschieden. Das habe ich doch schon mal gehört. Ich kenne dich zwar nicht, aber hilfst du mir? Ich bin Ifrit. Ich stelle meine Kräfte in den Dienst der Krieger Kosmos. Na, das ist doch super. Freut mich, dich kennenzulernen, Ifrit. Kann sein, dass es in Final Fantasy 12 irgendwo einen Spruch gibt, dass das halt gesagt wird, aber Ifrit gibt es in Final Fantasy 12 nicht, außer als Flugmaschine, die nach Ifrit genannt wurde. Aber na gut, okay. Dann haben wir jetzt Ifrit Auto erlernt. Auto. Na gut, Equipment, einfach ausrüsten. Und dann machen wir weiter. Gott, ich musste gerade fast niesen. Zum Glück habe ich den zurückhalten können. Na gut, du besiegst mich nicht. Ja, dafür besiege ich dich. Und ja, dann wird Ifrit aktiviert. Ich kriege nochmal 50% mehr Mutpunkte. Und ja. Gut. Das war dann der Kampf soweit, denke ich. Ging ziemlich schnell. Und wir haben 2 AP erhalten. Okay, cool. Dann, ich sollte vielleicht mal gleich darauf achten, ob das irgendwo steht, was die AP-Anforderungen sind. Da steht noch nicht mal irgendwas hier, außer mit KP, mit Win in 90 Sekunden, aber ja, das haben wir schon davor gesehen. Okay. Steht das hier irgendwo? Nö. Hier irgendwo? Nö. Ah, unten. First Fake Attacke 500 oder drüber. Okay, dann machen wir mal unsere First Fake Attacke 500 oder drüber. So, Bitch. Das nenne ich meine Combo. Oder so ähnlich. Level up. Yay. Und Torrent erlernt. Das müsste
eine Boden-HP-Angriff-Attacke sein. Die ist auch ziemlich cool. Aber dieser Wirbelsturm ist halt wirklich eigentlich die beste, die Warn hat, finde ich. Natürlich, dieser Kataklysm ist auch noch ziemlich stark. Aber dieser Wirbelsturm ist halt echt cool, weil er halt lange Zeit an Ort und Stelle stehen bleibt. Und die Gegner hin und wieder einfach reinspringt. Das ist halt cool. Weil egal wie gut der Gegner, die KI des Gegners ist, der hüpft da halt teilweise einfach rein. Und da muss man halt auch mal bedenken, man kämpft halt wirklich gegen KI. Die ist halt in manchen Fällen nicht gerade schlau. Wo habe ich das? Ich bin ernsthaft, woher habe ich das? Und warum kann ich es nicht ausrüsten? Und was zur Hölle? Egal. So, es ist wie gesagt eine Boden. Ja, HP-Attacke. Kann ich leider nicht ausrüsten, ich habe nicht genügend CP. Das ist gerade dezent scheiße. Aber okay, ich denke mal, dass ich so auch einfach erstmal weitermachen werde. Ich werde auch meinen X-Charge hier an der Stelle nutzen. Und dann werde ich denjenigen, der da drinne ist, auf die Fresse hauen. Oh, you crack me up. Don't wanna fight, she says. Who are you? And what did you do to the girl who was having such a blast beating the pulp out of people? I didn't. I don't. Huh? That's that girl. Listen, you're a vicious beast. With vicious power meant for mayhem and destruction. Now tell me, how is a person like that going to decide she doesn't want to fight? You better straighten up, Missy, or I'll have to teach you a lesson. Please don't. It seems like they're arguing with each other. Yeah. I think I'd better keep out of it. All right. So much for Mr. Nice, Kefka. Sorry, Gabe. I only hurt you because you make me. Hey, leave her alone! Who? What? When? Where? Why? Can't you see when someone's busy? Run along and play now! I'll say it again, just in case you didn't hear me the first time. Leave that girl alone. Right. In that case, play dead. Ja, geh spielen, dann spiel halt tot. Auch nicht schlecht. Ich meine, Kefka hat wirklich immer noch die besten Sprüche in dem ganzen Spiel. Aber was erwartet man von den Clown? Ich meine, what the fuck, es ist ein Clown. Und er ist Level 10, ich bin Level 8. Das sollte doch wohl irgendwie klappen, denke ich. Okay. Ja, das nenne ich mal ordentlich Damage auf den guten alten Herr Kefka. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit mit Kefkas. Weil, ja, das da. Kannst du aufhören abzuhauen? Meine Güte. Ja, okay, das war's davon mein Oh nee, ich hab's doch noch geschafft. Okay, das ist cool. Und schaffe ich ihn vielleicht noch. Na, nicht ganz, schade. Aber fast ist er tot. Er hat nur 80 HP. Ups. Ah, da sollte ich eventuell nicht raus, ja. Als ob meine Pfeile von diesem Eiskristall zurückfliegen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die KI dazulernt, weil der eine starke Gegner hat auf einmal angefangen, meine Pfeile ständig zu blocken. Ich weiß nicht wieso, aber hey, hat schon was. Denkst du, ich kann den Scheiß nicht ausweichen, wenn du von so weit weg damit anfängst? Oder was? Ah, fuck. Ja, das ist noch ein starker Angriff. Au. Natürlich bricht er mich noch. Natürlich haut er dann einen richtig krassen AP-Angriff rein. Kann ich dich heute nochmal angreifen? Okay, ich bin einfach gestorben. Ja, ich meine, hey, der Kampf, der fing so gut an, oder? Schön, dass ich Level 9 erreicht hätte. Was will ich sagen, nochmal?
Also man hätte das Level 9 erreicht, wenn man fliehen gedrückt hätte. Aber ich bin nicht so der Typ, der flieht. Ich will weiterkämpfen. Ich hasse dich, Kefka. Ich hasse dich so sehr. Ja, natürlich. Jetzt macht das nicht. Okay, ich mach nochmal kurz Neustart. Sorry. Aber der Start war so mies. Okay, gut, dann machen wir das eben so. Okay, dann haben wir wenigstens schon mal gebrochen. Ifrit aktiviert sich. Und dann haue ich ihn einfach gegen die Wand. So. Und wir kämpfen einfach mal über den Erdgrund. Und das hier übrigens ist auch die Final Fantasy 12 Stage. Falls ihr euch gewundert habt, von wo die Stage abgeleitet ist, weil das hat ja nichts mit Kefka zu tun. Und ja. Au. Au. Das war unfair. Ich konnte mich ja nicht mal bewegen. Ich hasse das, ne? Das war meine Ultiform und sie hat mir eigentlich gar nichts gebracht. So. Tschüss. Alter, richtig gegen die Wand. Also ich meine, rein theoretisch ist da keine Wand, aber es ist eine unsichtbare Wand, also ist da eine Wand. Ihr habt, glaube ich, kein Wort verstanden, oder? Egal. So. Immer noch Level 9 erreicht. Ja, danke, Spiel. Okay, cool. And here I thought you were just another prepubescent pretty boy. Incredible! That's the most fun I've had in minutes! What? Hey, snap out of it! We gotta go! We'll finish this next time! For now, I'm just gonna take the girl! Catch you later! Yeah, it's been a pleasure. Wait, you're... What?! Genau das. Genau das. Well, fine. You just go on and take her with you then. After all, she always comes running straight back into my arms anyway. What do I care? Go on, scram! Cheeky brat, that one. Thinks he can just waltz in and card off anybody he pleases. Who does he think he is? Never even got a chance to say I wasn't sorry. Hauptsache, er redet da unten noch weiter, aber na gut. Gut. Feld cleared, 5 KP. Ja gut, ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber egal. Bist du der Chef? Kommt, es ist nur noch ein kleines Stück. Aber ich... Um Details kannst du dich später sorgen. Wir müssen jetzt so weit wie möglich weg. Aber was ich auch noch irgendwie aus Erinnerung weiß, ist wegen dem Spiel, dass ich damals auch schon Probleme hatte mit diesem Spiel, dass es laggt, aber der erste Teil, der wiederum lief komplett flüssig. Und ja, bei einer Flucht verlierst du 20% KP, also noch ein Grund, nicht zu fliehen. Warum sollte ich fliehen? Alter. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann aber auch soweit von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.